Ja, guten Abend. Es ist Freitag, 17. Februar 2017. Wir sind live und ich freue mich sehr, Gor als zu interviewen, beziehungsweise einfach, es gibt so viel Neues, so viel Aufregendes, seine Präsenz, seine Informationen. So freue ich mich auf diesen Austausch. Unsere Zuschauer sind auch dazu eingeladen, gerne Frage zu stellen. Wir haben jetzt Grüße aus der Schweiz, Wien, Freiburg, Südschwarzwald, Sachsen und wundervoll im Meterraum und darüber hinaus die Familie zu spüren. Wir grüßen dich, Gor. Ich grüße dich, G. Ich grüße auch alle, die jetzt in der Runde sind. Alte und neue Bekannte. Hallo. Ja, hallo, ja. Dankeschön, dass du dich zur Verfügung gestellt hast und freue mich auch sehr auf die Begegnung. Ja, Ich schön. mich auch. Schön. Also für mich ist wichtig, es gibt so vieles, was im Moment geschieht. Und die Menschen trauen ihre Wahrnehmung und trauen ihre Wahrnehmung nicht. Ne? Und es ist schön, wenn die, die einfach ihre Aufgabe ist, so wie du, so die Wahrnehmung zu bestätigen, dass wir das hören und dass wir das fühlen und dass wir diese Verbindung spüren, die sowieso aus der Natur kommt und die einfach durch deine Erfahrung und durch deine Worte auch gestärkt wird. Weil ich glaube, jeder spürt, worum es geht, nur wir vertrauen das oft nicht, unser Gefühl. Ne? Ja, oft genug der Fall. Ja. Es ist das Angelernte, die Automatismen, die uns die Gesellschaft beibringt, die Schule, die Eltern, uns in eigener direkten Empfindung zu misstrauen oder auch dem direkt Wissen. Manchmal ist das gar keine Empfindung. Es kommt nicht über die Sinne, nicht über das Gefühl, sondern es ist einfach nur Information da. Und dem misstrauen wir oft, weil wir keine Gründe dafür sehen, weil wir keinen Prozess sehen, wie das entstanden ist. Also etwas, was direkt geschenkt wird, dir als Gefühl, als Impuls, als Instinkt, als Direktwissen, dem misstrauen wir, obwohl das das Beste ist. Und Vertrauen auf die Logik, auf die altbewährten Rezepte, die uns die Gesellschaft beigebracht hat. Und oft führt das uns in die Falle. Aber eben die Frage stellt, Miriam fragt, das ist auch meine Frage, wie kann ich im Körper spüren, was stimmt? Das heißt, unabhängig von unser Intellekt oder unsere Gewohnheiten, unser Körper ist die Wahrheit, der spürt, was abgeht und Informationen werden an unser Körper übertragen, in irgendeine Form. Ne? Ja, die Information ist immer da. Und zwar auf diesen drei Kanälen, wie das Selbst mit der Person kommuniziert. Wir haben diesen Kanal zwischen Geist und Intellekt, zwischen der Seele und der Psyche und zwischen dem feinstofflichen Leib und dem physischen Körper. Und auf allen drei Kanälen läuft die ganze Zeit live die Sendung, die Kommunikation läuft. Und es ist gar nicht schwierig, es ist die ganze Zeit da. Wir schauen bloß weg und sagen, wir hätten keine Information bekommen. Aber wir haben sie dauernd. Es ist Live-Sendung, wie jetzt. Und das ist einfach und das ist so nah. Es ist kein Hammerschlag auf, es ist kein Blitz, nicht unbedingt. Manchmal ist das ein Geistesblitz. Manchmal ist das eine klare Wow-Empfindung, Finger weg oder umgekehrt, geht dahin. Und meistens ist das einfach subtil. Subtil, selbstverständlich, ist dir näher als dein Atem. Und deswegen wird das auch übersehen. Menschen sagen, die Kommunikation ist nicht erfolgt. Das heißt, kann man nicht abstellen, weil es Natur ist. Und wenn wir sagen, ich spüre nichts oder ich denke weiter, es ist eine Entscheidung, nicht in der Wahrnehmung zu sein. Unabhängig von Erziehung, von allem. Man kann sich immer wieder sofort einschalten oder sofort die Entscheidung treffen, das nicht zu verhindern. Ja, wir haben die Wahl immer. Und wir haben dann die Entscheidung getroffen, oft eben auf das sozusagen Begründete, auf das Überprüfte, auf das Kollektiv Akzeptierte zu vertrauen.
Und dann wird das zur Gewohnheit, wird das zum Automatismus. Und langsam gelangt die Empfindung, direkte Empfindung, Direktwissen, in einen toten Winkel. Es ist zwar da, aber wir haben so lange da nicht hingeschaut, dass wir die Frequenz verloren haben, die Frequenzen, die wir hören sind nicht. Die Aufmerksamkeit immer woanders. Und das wird leiser, es ist zwar da, aber das Auge wird unscharf dafür. Das Ohr hört es nicht, der Körper reagiert nicht drauf, obwohl die Kommunikation erfolgt die ganze Zeit. Können wir vielleicht jetzt eine Frequenz erzeugen? Ich werde gleich den Chat lesen, danke, aus alle Grüße, eine Frequenz erzeugen, damit es für jeden der Zuschauer, der jetzt da ist und die dann das sehen werden, damit es einfacher wird in diese Wahrnehmung von sich selbst, von dir und von alle, die jetzt im Moment verbunden sind und verbunden sein werden. Hm. Magst du das? Das ist eine gute Idee. Ja. Wenn ein kollektives Feld erzeugen, das hochschwingend, rein, sauber ist und intensiv, dann haben wir mehr vom Gespräch, ist immer so. Ja. Also das machen wir jetzt, jeder auf seine Art, alle helfen, in diese Frequenz stärken, damit jeder in diese Wahrnehmung geht, damit jeder auch alles spüren kann, was für einen wichtig ist und damit wir diese Begegnung auch in höchster Ebene feiern können und diesen Abend als göttlich in Erinnerung bleibt und vielleicht täglich wiederholen können. Okay, also grüße Sascha aus zwischen Berlin und Hamburg. Hallo aus Nettetal, wundervoller Mederaum und darüber hinaus die Familie zu spüren. Wie kann ich den Körper spüren? Das hatte ich schon. Warum ist in deinem System die Mitte im Solarplexus und nicht im Herzen? Die göttliche Funke auf meine Mitte ist doch im Herzen. Die Frage ist für dich. Ja, genau, das habe ich nicht verstanden. Ah, okay. Dann frage ich mal genau. Also warum ist in, ich weiß nicht, hattest du das angedeutet? Oder warum ist in deinem System, Goa, die Mitte im Solarplexus und nicht im Herzen? Ja. Der göttliche Funke als meiner Mitte ist doch im Herzen. Ja. Die Mitte ist im Prinzip auf drei Ebenen. Das ist sowohl das Herz, als auch der Solarplexus, als auch das Sakralchakra. Oder ich sage es Daura, Solar und Rastor. Die drei Ebenen. Jeder davon hat eine Mittefunktion. Und ja, Herz ist die Mitte. Und die Gebärmutter ist auch die Mitte. Das wird jede Frau sofort und intuitiv verstehen. Und dazwischen ist das Neutrum von diesen zwei Mitten. Ja, das ist eine zentrale Triade ist insgesamt die Mitte. Das ist das Zentrum von 21 Ebenen, die aus dem Körper heraus und zum Teil im Körper präsent sind. Und diese dreifache Mitte ist sowohl das Herz, als auch die Daura, als auch das Solar. Ich weiß, dass in anderen Kulturkreisen und in anderen Epochen Mitten auch woanders gesehen worden sind. Für einen Chinesen ist das keineswegs Herzen, das ist eben unten in, im Sakralchakra. Es ist auch zum Teil hier christliche Verlagerung nach oben, die uns die Mitte der Mitte vergessen lässt und die obere Mitte in Mittelpunkt drückt. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Die Mitte ist auch multiple. Das ist nicht ein Punkt. Ist es nicht so, dass so nach meiner Wahrnehmung, immer wenn ich auf Körperwahrnehmung gehe oder für Heilung oder so, ich frage immer, wo ist jetzt im Moment die Mitte deines Körpers oder wo hast du jetzt, bekommst du jetzt einen Impuls? Ne? Das heißt, für mich ist alles individuell, so wie du gesagt hast. Das heißt, für mich sind oft manchmal die Nieren oder eine Drüse oder
die Haut oder irgendetwas ist im Moment die Mitte, weil es am meisten arbeitet. Das heißt, es ist wichtig, der Moment der Mitte zu fühlen. Ja. Schön. Die Mitte wandert, ja. So wie wir. Eben, für mich ist einfach die ganze Sätze, es ist hier oder es ist da, ist für mich wichtig, dass jeder, so wie jetzt wir zusammen sind, könnte jeder spüren, nehme ich an, wo die eigene Mitte jetzt ist. Und wir würden feststellen, bei mir ist es zum Beispiel jetzt hier im Brustbereich ist jetzt die Mitte, ne? Weil ich vielleicht... Kommunikation. Siehst du, wir sind in Kommunikation und jetzt auf der Herzebene bin ich im Du, ja, immer. Ja. Und auch unten im Sakralchakra, es ist auch ich und Du. Mhm. Und im Solarplexus, das ist nur ich. Das ist auf sich bezogene Mitte. Mhm. Das ist ich als Person, ich als Selbst, ich als noch ungeformtes Wesen. Das ist ein Kanal durch die Existenzebenen. Das ist einfach ich hoch 10. Deswegen ist das, wird auf diese Herzensmitte im Vordergrund gerückt, weil das für uns als gesellschaftliche Wesen, als in Beziehung stehende Wesen, in der Beziehung pulsiert diese Mitte. Wenn du aber alleine bist, dann ist das Solarplexus. Genau. Ah, ja, okay. Genau, für mich war nicht Herz, sondern hier die Brust war jetzt gerade die Mitte. Ne? Also nicht Brustbereich. Ja. Weil das, Herz und Lunge sind untrennbar miteinander verbunden, dieser Rhythmus. Sowohl das Herz als auch die Lunge haben diesen Rhythmus, dieses Pulsieren, dieses Atem. Mhm. Mhm. Schön. Ist noch Frage? Ich gehe gleich auf die Frage. Ja. Ich habe eine persönliche Frage von mir, was ich mir täglich stelle. Ich bin täglich am Erschaffen, ich bekomme diese Impulse, dass in diese Schöpferkraft zu gehen, erschaffen, neu bilden, zusammenbringen, dass das das Gesundheitsprinzip ist, sowohl auf geistiger Ebene wie auch auf körperlicher Ebene. Und ich fühle, dass viele Leute sich bremsen oder neidisch werden oder kritisieren eventuell oder. Wie ist der magische Schlüssel? Weil im Moment, ich verstehe das so, wer nicht zum Mitschöpfer wird, wird weggehen müssen oder wird sich selbst auslöschen. Was sagst du? Was ist deine Wahrnehmung? Weggehen. Wovon weggehen wird, dass wir uns auslöschen? Wenn wir aus dem Schöpferpotenzial oder wie? Wenn wir, also meine Wahrnehmung ist auch aufgrund dieser Veränderungen, die es mit der Erde geschehen und unsere Weiterentwicklung, wer nicht in die Schöpferkraft geht, wer passiv bleibt, ne, wer nicht erschafft, wer nicht in diese, der wird verschwinden, der wird sich selbst zerstören. Ja. So kriege ich das mit. Da ist viel Wahrheit darin. Es ist tatsächlich so, in kritischen Momenten, Quantensprüngen, ist der Mensch aufgefordert und zum Teil gezwungen, aktiv zu werden, auch schöpferisch aktiv zu werden, gerade jetzt, das ist richtig. Was übersehen wir, dass wir die ganze Zeit schöpferisch sind, weil wir das anders gar nicht können. Bloß, wenn wir dasselbe Tag für Tag reproduzieren, merken wir unsere Schöpferkraft nicht, weil wir nichts Neues erschaffen. Wir reproduzieren einfach das. Kleiner Sturm. Ja, das magst du das nochmal kurz erklären? Das ist für mich sehr schön, ja. Habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich sage, die Schöpferqualität von uns allen, als Einzelwesen, warte mal, es gibt Audiounterbrechung, ich mache mein Video kurz aus. Dann ist der Ton besser. Weil dann ist der Ton besser. Ja. Okay. Gut. Aber wir sind da. Wir sind immer da. Bitte. Diese Schöpferkraft, die ist unerlässlich. Jeder Mensch erschafft tausendfach in der Sekunde seine Realität. Und wir alle gemeinsam erschaffen sie auch. Es wird bloß unsichtbar, wenn wir nichts Neues erschaffen, sondern das Alte reproduzieren.
Und das wird auch beim diesem Quantensprung geschehen. Menschen werden erschaffen, sie können nicht anders. Bloß wenn sie das Alter erschaffen, kann sein, dass sie in die neue Realität gar nicht übergehen, sondern in einer Realität bleiben, die in sich kollabieren wird. Und das kann dann dramatisch werden. Ist, wenn jemand kritisiert oder neidisch ist, ist das auch Schöpferkraft oder ist eine negative, ist auch eine Schöpferkraft? Alles, ja. Okay. Alles hat Schöpferkraft. Schön. Alter, habt ihr bei Altera eine einheitliche Vision der neuen Erde? Und wenn ja, wie schaut diese Vision aus? Wird die Frage gestellt. Ja. Einheitlich. Multiple. Das ist eine multiple Vision. Die Realität wird multiple, die Erde wird multiple. Dementsprechend auch die Vision multiple. Und die ist kein toter Plan, sondern auch ein schöpferischer, spielerischer Prozess. So wie die Erde als Lebewesen, das sich spielerisch nur schafft, wenn es eine dramatische Sache ist. So auch wir, und mit Altera meine ich jetzt nicht irgendwelche Gruppe, die irgendein Konzept da befolgt, sondern alle Menschen, die sich dieser Aufgabe stellen, diesen Quantensprung, Sprung auf dem Planeten und in der Menschheit, im Kosmos, zu gestalten. Das sind nicht nur Menschen, sondern auch andere Wesenheiten, die an dieser Aufgabe mitarbeiten. So, das alles für mich zusammen ist Altera. Und naturgemäß haben viele von uns kompatible, wenige kompatible, sich ergänzende Visionen oder Teilvisionen davon. Und alles insgesamt, das ist wie ein Mosaik, das immer vollständiger wird. Und dennoch ist es kein fixes Bild, es ist etwas Lebendiges, was sich weiterentwickelt. So, das ist allgemein. Jetzt speziell, was als wichtiger Bestand zu dieser Vision gehört. Das Zentrale ist der neue Mensch. Für uns Menschen ist das Zentrale. So wie die Erde ihre Vision von der neuen Erde hat, ist für uns Menschen wichtig, dass wir auf uns schauen. Das ist unser Part. Und dieser neue Mensch ist nicht einfach ein polierter Alter, sondern ein ordentlich entrümpelter Mensch, der viele alte Projekte abgeschlossen hat, auch sich, den Alten, transformiert hat, zum Teil in sich, im lebendigen Körper, gestorben ist, sprich das Ausgediente abgelegt hat in Dankbarkeit und so einen Raum in sich erschaffen hat für die neue magische, unvorstellbare noch Realität. Dieser neue Mensch ist ein unabdingbarer Teil von diesem Prozess. Das ist das, was wir jetzt in Fokus rücken müssen. Denn wenn wir nur einfach eine neue Erde erwarten, als ein Paradies, das uns einfach gestülpt wird oder von jemandem geschenkt wird, wird das nicht stattfinden. Das ist unser Part, dass wir zu diesem Prozess beitragen können, den neuen Menschen. Und das beginnt bei jedem von uns. Das ist nicht der Nachbar von mir, der sich umformen soll, sondern ich, der mich transformieren soll. Du, der dich transformieren soll. Das ist unsere Arbeit. Ja, da ist das große Missverständnis, dass man sagt, alles wird geschehen von einer Seite und von der anderen Seite. Einige Sachen können wir nicht ändern, das geschieht. Wir können vielleicht den Verlauf des Mond nicht ändern, aber für die Aktivierung dieser Kräfte ist jeder, hat jeder die Möglichkeit, es zu tun oder nicht zu tun. Das tun wir unabdingbar. Wir ändern die ganze Zeit die Vergangenheit, wir ändern die ganze Zeit die Zukunft und wir ändern die ganze Zeit die Gegenwart. Das tun wir. Das können wir nicht machen, weil wir schöpferische Wesen sind und der Mensch ist wirksam. Entschuldigung, die Katze ist kurz auf das Mikro. Ich auch. Aber es gibt ja interessante. Ich wollte gerade sagen, hat auch was Interessantes beizutragen.
Gor, erklärst du, was ist der Unterschied zwischen dem Alleum und dem Pantaleum? Ja. Oh, Pantaleum, das ist ein Objekt, das ist ein Tempel, was wir errichtet haben, gebaut haben vor kurzem. Im Namen Pantaleum schwingt das Wort Alleum. Und Alleum, das ist ein Kraftwort für Meta-Raum oder Meta-Raumzeit. Genauso wie Prasmata ein Kraftwort für Hyperraum und Hyperzeit ist. Genauso wie Maya eine Bezeichnung für diese 3D-Realität ist. Also Alleum ist einfach diese Einheitsrealität, aus der die strukturierte, diversifizierte Realität Hyperraum entsteht, woraus dann eine dichte, verdichtete Welt der Oberfläche entsteht, ja, unsere Tagesrealität. So, das ist das Wort Alleum. Und Pantaleum, man das als Panta, das ist griechisch alles, und Alleum, das ist eine Wortschöpfung, die sehr treffend den Tempel beschreibt. Und das ist in deine Webseite sichtbar, kann ich nachher einblenden, beziehungsweise habe ich am Anfang eingeblendet. Für mich nochmal, was wir haben in diese ganzen Filme gesehen, wie man die Vergangenheit ändert, diese Zeitreisen und so. Ne? Wir wissen, dass das Science-Fiction-Filme sind, aber hast du vielleicht, für mich ist klar, ich arbeite viel mit dem Familiensystem, dass wenn wir jetzt an unserer Arbeit in die Vergangenheit auch verändern, ne? Kannst du vielleicht ein paar Beispiele machen, wie diese, damit das verständlich ist, dass wir die Vergangenheit, was normalerweise unvorstellbar ist, verändern können. Ja, das ist vorstellbar. Es ist bloß eine kollektiv verbreitete Illusion, dass die Vergangenheit so gefixt ist, dass da nichts mehr passiert, dass es eine tote Information ist. Aus der Sicht vom Selbst, als nicht zeitgebundenes Wesen, als ein Wesen, das vor der Zeit, gleichzeitig mit der Zeitentstehung entsteht und in die Zeit eintauchen kann, sind die Inkarnationen zum Beispiel etwas, was multipel parallel geschieht. Ja, das ist sozusagen alles an einem runden Tisch. Und hier 16. Jahrhundert und hier das 2. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung. Und hier ist das nächste Leben aus der Sicht der Person. Das ist alles da auf dem Tisch, in verschiedenen Dichten und Frequenzen und Zeitqualitäten. So, die Vergangenheit ändert sich, die lebt. Und wir, nur weil wir das in die Bücher reingeschrieben haben, denken, dass sie tot und erstarrt ist. Selbst als Personen können wir direkten Einfluss auf die vergangenen Ereignisse nehmen. Das ist insofern fixer, starrer als die Zukunft, weil sehr viele Menschen Erinnerung haben an die Ereignisse und dieses gemeinsam etwas gesehen, erlebt zu haben, das ist etwas, was Ereignisse stabil werden lässt. Und dennoch ist nichts aus Eis oder aus Beton. Schlussfolgerung daraus, je weniger Menschen teilgenommen haben an einem Ereignis oder je weniger Menschen Interesse haben daran, dass es in dieser Form bestehen bleibt oder verändert wird, desto leichter lassen sich diese Ereignisse umformen. Je mehr Menschen darauf besteht, dass es so und nicht anders sein darf, desto mehr objektiver Widerstand hast du dabei. Sprich, wenn du etwas optimieren willst in der Vergangenheit, ist das das Erste, worauf zu schauen gilt, dass man nach Möglichkeit den freien Willen von anderen Menschen, Mitschöpfern, möglichst wenig beeinträchtigt und nach Möglichkeit die Absicht setzt, zu Wolle aller zu agieren. Obwohl das natürlich hundertprozentig nie geben kann, weil diese diversifizierte Welt aus unterschiedlichen Interessen besteht und dazu gehören auch Interessenkonflikte. Dennoch, wenn du diese Absicht hast, möglichst wenig da umzustoßen wie ein Elefant im Porzellanladen, sondern vorsichtig, achtsam
ohne den freien Willen von anderen zu überschreiten, etwas zu optimieren, weil die Lektion aus dieser Erfahrung gelernt worden ist. So, mit dieser Haltung gehst du zurück in die Vergangenheit. Und diese alle Ereignisse, die haben eigene Zeitlinie. Und diese Zeitlinien sind wie Straßen, die sich verzweigen, oder wie Baumäste, die auch Zweige aus sich dann sprießen lassen. So, du gehst zurück in diese Zeitlinie vor dem Ereignis und spürst, wo war der Zeitpunkt. Das gibt so diese Knotenpunkte, Zeitqualitäten, wo Entscheidungen getroffen werden, wo eine Richtung oder die andere eingeschlagen wird. Du gehst dahin, das sind keine eigenschaftslose Linie, das sind gequantete Qualitäten. Und spürst, wo ist der Knotenpunkt, wo der Schalter umgelegt werden kann. Wenn du es gefunden hast, brauchst du die Erkenntnis. Was habe ich aus dieser Erfahrung, die ich jetzt abschließen will und ändern will, was habe ich gelernt? Was war wichtig? Dass das nicht abgestreift wird, sonst wird die Erfahrung sich wiederholen. Wenn die Erkenntnis gewonnen ist, und vielleicht ist sie noch vor dem Prozess gewonnen, das ist im Idealfall so, dann schaust du, wo waren die Türen, die ich übersehen habe? Ja? Welche Chancen habe ich nicht ergriffen? Die waren da, diese Wahrscheinlichkeiten waren da und die sind da in dieser Vergangenheit. Wenn man dieses Gefühl dafür entwickelt, dieses Instinkt, dann sieht man diese Wege, die übersehen worden sind. Und dann legst du eine Schleife um das Ereignis. Sprich, du erschaffst eine andere Version davon. Und du schaust das an, du erlebst das regelrecht. Nachdem das erlebt worden ist, bestehst du darauf innerlich, dass das jetzt als realisiert in der Realität gespeichert wird oder in der Akasha-Chronik. Und die andere alte Variante, die früher als realisiert galt, als eine Wahrscheinlichkeit heruntergestuft wird, sozusagen, in der Hürde Akasha-Chronik. Ja? Und dann verliert dieses dramatische Ereignis, das ist das, was wir meistens ändern wollen, Traumatas. Ja? Ja. An Wirkung, an Wirksamkeit. Es wird transparenter, es wird zu einer Wahrscheinlichkeit. Und die bessere Möglichkeit, bessere Umweg, den du genommen hast, wird realer. Und die Wirkung, die verheerende Wirkung in der Gegenwart, lässt nach. Und irgendwann, das ist interessant, dass Menschen manchmal dann Ängste verlieren oder Traumata verlieren und können sich nicht mehr daran erinnern, dass sie es hatten. Und das liegt daran, dass sie es nicht verarbeitet haben, sondern gelöscht haben in der Vergangenheit. So in etwa funktioniert der Prozess. Wow. So, das heißt eben jetzt für meine Erfahrung, ich arbeite mit der auf einer Ebene mit der Ahnenreihe. Wenn mein zum Beispiel Großvater die Traurigkeit hatte und nicht die Freude gelebt hat, ich verändere das jetzt. Ich nehme die Erbschaft der Freude, was mein Großvater nicht gelebt hat, und gleiche das aus. Dann verändere ich die Vergangenheit von meinem Großvater, indem ich jetzt die Freude lebe, verändere ich meine und verändere die Zukunft, weil ich diese Traurigkeit nicht weiter vererbe an die Kinder. Oder ist das auch eine Möglichkeit, wo jeder natürlich auch diese Vergangenheit ändern kann? Das, du änderst das nicht in der Vergangenheit, du schließt das jetzt ab in der Gegenwart, indem du diese Welle unterbrichst, bewusst. Ja? Die Vergangenheit lässt du dann ruhen in dieser Variante. Du sagst, okay, er war traurig, die Traurigkeit hat ihre Gründe gehabt, ich recherchiere nicht, ich führe keine Ausgrabungen, aber die Erfahrung ist geschlossen. Ich beende jetzt einfach durch einen bewussten Akt, weil ich das nicht weiterleben will und an meine Nachkommen nicht übertragen will. Und das ist gültig. Schön, das ist so spannend, liebe Freunde im Chat. Ich nutze das aus, dass ich das jetzt... Da ist eine Frage, so sehr, sehr, ja. Also lässt sich Altera mit dem Ansatz nach Anastasias Familienland sitzen, gleichsetzen, so, oder gibt's da Parallelen von Anastasias Familienland? Ja, Parallelen insofern, dass es unvermeidlich ist, dass in der Zukunft
die menschliche Kollektive auf diese Art und Weise funktionieren werden. Kleine, überschaubare Menschengruppen, die sich kennen. Das wird keine anonyme Masse mehr sein. Das ist ein Auslaufmodell. Es wird keinen Bestand haben in der Zukunft. Und dieses naturhaftes Leben in kleinen Kollektiven von Gleichgesinnten, das früher war der Clan auf dem Blutprinzip gebaut. Und die neuen Sippen und Stämme wirken auf dem Prinzip der Schwingungsgleichheit oder Kompatibilität, Resonanz, Gleichgesinntheit gebaut. Das, so dieses naturhafte und kleines Kollektiv, das ist das, was sowieso unvermeidlich ist. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt politische Reformen, um das einzuleiten. Es kommt morgen so oder so, weil die Zivilisation der jetzigen Form einfach nicht nachhaltig ist. Es wird kollabieren, so oder so. Und das ist das, was natürlich ist, dem Menschen angelegt ist und von vielen Menschen auch gewollt ist, dieses echte Leben. Das ist die Parallele. Was der Unterschied ist, bei Anastasia ist viel altes Wissen im Spiel. Und vieles vom alten Wissen hat nach wie vor Relevanz und vieles wird nicht mehr wiederholt, weil es nicht wiederholbar ist. Wir brauchen ja zum Teil altes Wissen und ja, wir brauchen zum Großteil neues Wissen, Wissen aus der Zukunft, nicht aus der Vergangenheit, wie großartig die vedische Vergangenheit auch war. Danke, danke, schön. Ja, interessant. Okay, schön, auch die unterschiedlichsten Fragen, ist sehr schön. Ja. Armen Risi unterscheidet in seinem Buch Licht wirft keine Schatten zwischen Polarität und Dualität. Teilst du diese Unterscheidung? Also, dass Licht und Schatten nicht auf derselben Ebene sind? Zwischen Polarität und Dualität? Ja. Ja, Unterscheidung ist eine Definitionssache. Man kann zum Beispiel so unterscheiden, dass Polarität viel mehr das Gegensätzliche ausdrückt und Dualität viel mehr die Ergänzung. Ja? Wie Mann und Frau wäre dann dual. Ja? Also das ist nicht gegensätzlich, sondern ergänzend. Ja? Und Licht und Schatten, Licht und Dunkelheit. Es gibt verschiedene Lichter als Substanzen. Es gibt das Licht, was wir jetzt aus Maya-Bereich kennen. Im Hyperraum ist ein anderes Licht. Im Aleum ist wiederum ein anderes Licht, ganz andere Qualität als Ursubstanz der Realität. Und aus diesem Licht, das gleichzeitig Raum ist, wird die ganze Schöpfung gestrickt, gefalten, was in Prasmata dann als Strukturen auftaucht und in Maya schon als Objekte, als Dinge scheinbar voneinander getrennt. Dieses Licht wirft keinen Schatten. Was er wahrscheinlich meint, ich habe es nicht gelesen, auch die These kenne ich nicht, ich spekuliere jetzt einfach. Oder ich sage, was ich weiß. Ja, es gibt eine Ebene, wo Dunkelheit existiert ohne Licht. Es gibt eine Ebene, wo Licht existiert ohne Dunkelheit. Das ist das, was wir in der Evolutionsgeschichte als 0 und 1 Stufen bezeichnen können, auch in der Fibonacci-Reihe, diese 0 und 1 und 1 und dann 2 und so weiter. Diese 0, das was die alten Griechen als Nyx bezeichnet haben, ja, das ist Dunkelheit, das ist das Gegenteil von Werden, das ist ein Entwerden, das ist sozusagen ein schwarzes Loch, das ist ein Vakuum, woraus aber alles geboren wird. Und das Erste, was dann geboren wird, entsteht oder sich selbst gebiert, ist das reine Licht und das ist das pure Bewusstsein, das ist das Bewusstsein unbedingter Existenz, das ist das Yin, das Weibliche. Und die zweite Eins, das ist das Männliche, das ist das Yang, das Werden, das Tun. Ne? Das ist so die drei Phasen in diesem Absoluten, obwohl noch keine Zeit da ist. Also das sind im Prinzip Potenziale, wo die Dinge klar voneinander getrennt sind, obwohl es eins, das ist paradox und dennoch ist es wahr. Ja, diese Dunkelheit hat kein Licht in sich. Ja, dieses Licht hat keine Dunkelheit in sich. Und dann entstehen verschiedene Licht-
und Dunkelheitarten, die sich vermischen, die sich gegenseitig erzeugen. Und dennoch ist die ursprüngliche Realität, besteht aus einem Licht, das keinen Schatten wirft. Hm, interessant. Ja. Lea schreibt, wäre das Licht nicht, würde die Dunkelheit seine Bedeutung verlieren. Aha. Ich habe eine doofe Frage. Die Menschen haben Angst davor und unterschätzen die Kraft und die Wichtigkeit von Dunkelheit. Warum in der Mitte von jeder Galaxie ist ein schwarzes Loch? Ja, weil aus dieser Leere die Fülle entsteht. Dunkelheit muss nicht weg, sie ist niemals weg. Das ist ein Irrtum, das ist ein Denkfehler, das ist Angst dahinter. Wir haben Dunkelheit in uns, wir haben Licht in uns. So wie Dunkelheit auch diese entwertende Komponente hat, haben wir auch als Schöpfer diese entwertende Komponente. Wenn wir etwas Neues schaffen, schaffen wir das Alte weg. Genau. Ob wir es direkt zerstören oder einfach nur zerfallen lassen, das ist eine Entwertung. Das ist die Kraft der Zerstörung. Die tragen wir in uns. Es gibt keine Schöpfung ohne Zerstörung. Wenn wir Angst davor haben, hemmen wir uns in diesem Prozess. Wir müssen einfach nur verantwortungsvoll damit umgehen, auch mit eigener Dunkelheit. Es ist, wenn man ein Blatt, was runterfällt, wieder am Baum kleben wollen, ne? Kleben würden. Also wir spielen jetzt, wir wirken jetzt mit dem Nullpunktfeld, ne? Und wir üben so Sachen, die bei uns vergangen sind, die wir nicht mehr brauchen, irgendeine Haltung da hineinzutun und zu sehen, wie es ist, wenn einfach diese Probleme oder diese Einstellungen, die wir nicht mehr brauchen, die uns nur schaden, einfach loslassen. Ne? Ist das das Gleiche, dass das ein dunkles Loch ist, was verschluckt, was sowieso nicht mehr gebraucht wird? Und neue Kreativität möglich macht. Das heißt, die Dunkelheit gibt uns die Chance, Altes zu verlassen und Neues zu erschaffen. Das ist immer parallel, oder? Ja, es ist parallel. Und vieles von dem, was weggelassen werden, muss gar nicht gelöscht werden. Es reicht meistens, wenn wir etwas abschließen und einfach stehen lassen, dass wir weitergehen. Das ist das, was wir viel zu oft unterlassen, das Alte, das Ausgediente als solche zu erkennen. Und wir schleppen diese Rucksäcke voller Erfahrungen und Erinnerungen, die ihre Dienste schon geleistet haben. Und wir denken, ach, dieser ganze Schatz, das kann ich doch nicht weglassen. Und dann wischen wir Staub vom Schrank ab, aber der ganze Schrank gehört auf den Schrottplatz. Ne? Das ist ein Schrank. Ich habe erstmal eine doofe Frage. Ob du einfach freust du dich, dass du diesen Dienst hast und dass du das tust, was du tust? Gibt es eine Freude, eine Begeisterung bei dir? Bist du mal oft so cool, ne? Ist eine ja. Es gibt viel Freude darin. Es gibt auch viel Pflichtübung. Es ist nicht ohne Freude. Ich spüre diese Notwendigkeit und dazu bin ich da. Dafür habe ich dieses Wissen mitgebracht, um jetzt in diesem Moment, kurz vor dem Sprung, Menschen, die fähig sind, dieses Wissen anzuwenden und willig, dieses Wissen mitzuteilen, weil das Tore öffnet, weil das Fähigkeiten wieder belebt, die jetzt gebraucht werden. Und das ist mein Job, das ist mein größter Wunsch. Und auch wenn ich das nicht immer mit Freude, sondern oft auch mit Routine und aus dem Pflichtbewusstsein tue, dennoch dahinter ist eine große Erfüllung, natürlich. Schön. Dankeschön, dass ich die Frage stellen durfte. Ja. Sonst wäre diese Präsenz nicht so. Also, na, ja, für mich ist immer wichtig, dass wenn man in Dienste geht, es ist nicht nur ein Dienst, sondern dass es Erfüllung ist, dass es eine neue Stille bringt, dass es eine neue Ebene bringt, dass was den Menschen ausmacht, ständige Reisen, ständige Entdeckungen, dass das unsere Natur ist, ne? Und dass das nicht anstrengend ist, wenn man sich einfach auch in die Schöpferkraft gehen lässt, ne? So wie du. Ja, das ist wahr. Vieles
wenn man es geschehen lässt, dann ist es nicht Kraftakt, sondern wirklich mit dem Fluss gehen. Und Menschen tragen so viel mit. Es ist jetzt eine gesegnete Zeit. Es sind so viele wache, starke Geister, alte selbst, die jetzt aufstehen und alles mittragen. Das ist herrlich, diesen Prozess zu beobachten, wie eine eine und der andere. Und dann bekomme ich irgendwelche Geschichten, die mich sowas motivieren. Vor kurzem im Seminar hat ein Mann so zwischendurch erzählt, oder seine Freundin hat ihn dazu gebracht, sagt, erzähl, du hast einen Meral in Kolumbien gebaut. Und dann erzählt er, wie er mit Leuten dort mit einfachsten Mitteln auf die Steine, damit Nägeln haben sie Steine graviert. Ja? Mhm. Und das berührt mich dann so zutiefst, dass ich dann denke, wie gut ist das doch? Ja? Mhm. Steh auf, mach weiter. Das ist herrlich, was jetzt geschieht. Da passt die Frage ganz gut von Ben. Gibt es Neuigkeiten zum Zeitpunkt der Welle? Nach wie vor in der Wahrscheinlichkeiten. Wir reden immer von Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Es ist jeder Aussage ist ein Momentaufnahme, wie sehen die Wahrscheinlichkeiten jetzt aus? Und es kann sein, dass einen Monat später die Wahrscheinlichkeiten anders ausschauen. Ja. Für mich ist, und dann diese in Prozenten ausdrücken, das ist eine Übersetzung. Ja? Dass, man versucht so die Tendenzen, wie die Wahrscheinlichkeit sich verdichten, so auf eine Zahl herunterzubrechen und sagen, okay, diese Wahrscheinlichkeit ist jetzt bei 60% und diese bei 80%. Das ist alles Annäherung. Mhm. Und in dieser Annäherung sehe ich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Welle, und wir reden jetzt von dem richtigen Sprung mit all diesen tektonischen, kosmischen Sachen, dass sie für mich nach wie vor zweite Hälfte 17 ist, oder dieses Jahres. Vielleicht ist es nicht 17, sondern das Jahr 0. Mhm. Interessant. Das spüre okay. ich auch. Ja. Ja, danke, liebe Zuschauer, für diese Anteilnahme. Das freut mich sehr, ne? Auch wenn wir nicht immer alles schaffen zu lesen. Sonst schreibt ja nochmal. Bitte, Sabine. Haben andere Traditionen, wie zum Beispiel der vierte Weg von Gurdjieff, für dich heute noch eine Bedeutung, Gur? Gurdjieff, das war ein pfiffiger Zeitgenoss. Der hat ein guter Wein, ne? gehabt. Hat sehr vieles durchblickt und nicht viel darüber gesagt. Seine Schüler waren auch gut. Enneagramm, das ist das, was am bekanntesten von ihm ist, hat Tiefe im Unterschied zu anderen so Klassifizierungsmethoden, geht sie so tief, dass man schon von Selbsttypen sprechen kann. Ja, so eine Mischung. Also wer sich damit noch nicht befasst hat, an der Stelle Empfehlung. Das gibt Einblicke in die Tiefe. Ansonsten sage ich, Uspensky war stärker, was die Kosmologie anbetrifft, was das Begreifen von universellen Zusammenhängen anbetrieben. Gurdjieff war eher angewandter Magier. Und Uspensky war sein Schüler, ne? Ja, das war ja, sein genau. Schüler. Mathematiker, ne? Ja, ja. Ich glaube, er hat seine Rolle sehr gut ausgefüllt und große Rolle gespielt und jetzt wird immer weniger relevant. Mhm. Okay. Von wo kommen die 21 Archetypen, Symbole? Es ist, ein Teil davon ist ja direkt erfahrbar im Körper. Ja, das, was wir als Chakren sehen können, oder Menschen, die das nicht sehen können, diese Energietrichter, die können spüren oder verstehen als Konzept. Und diese Trichter, das ist ein Energieausdruck von einem Prinzip. Also wir haben diese neun Ebenen im Körper.
sprich die 7 klassischen asiatischen plus die 2 Ebenen unten, Knie und Füße. So, das ist das zentrale Stück von dieser Achse, die eben nicht 9, sondern 21 Ebenen hat, weil wir noch 6 Ebenen unter den Füßen haben und 6 oberhalb vom Kopf. Das ist genauso wie der physische Körper eine begrenzte Einheit im Raum darstellt und unsichtbar drumherum 3 Auraschichten existieren. Leibschicht, Seelenschicht und Geistschicht der Aura oder Astral, Emotional und Mentalkörper genannt in der Spiritualität. So ist das auch hier. Es gibt einen sichtbaren Teil von diesen Prinzipien und unsichtbare Teile, die in die Tiefe gehen und in die Höhe gehen. Das ist einfach, liegt in der Natur der Sache. Was ich gemacht habe, ist das einfach in ein System zusammenzufassen, zu beschreiben, zu präzisieren, damit es nicht wolkenweich wird, sondern konkret und korrekt. Also hier davor war noch mal, ging es nochmal um Dunkelheit und das wird auch der Zusammenhang mit Dämonen, ne? Und ich weiß, dass vielleicht ist noch wichtig, was zu sagen, wenn wir King Kong sehen, wir wissen, dass der Dämon King Kong ganz süß ist. Ne? Ist ein Dämon eine Kehrseite von uns, was die Lichtseite auch beinhaltet? Es sind zwei verschiedene Sachen. Ja, wir haben unterdrückte Seiten, Schattenseiten, uns als externe Wesenheiten erscheinen können, wenn wir das nicht als Teil von mir akzeptieren. Ja, dann erschaffen wir so eine Visualisierung, das wäre ich nicht. Mhm. So, das ist so ein Versteckspiel mit sich selbst. Mhm. Es gibt allerdings auch tatsächlich existierende Wesenheiten im Hyperraum, die Dämonen bezeichnet werden. Und das ist eine sehr große Schublade, da gibt es Arten und Arten und Arten. Aber Hyperraum ist verschiedensten Lebewesen, feinstoffliche Art. Und die Dämonen ist eine Art davon. Das ist bei uns wird das absolut negativ in unserem Kulturkontext gesehen. Die Römer haben es noch anders gesehen, die Griechen haben anders gesehen. Das aus dem antiken Umfeld kommt das Wort übrigens auch. Im Osten, Moslems, die haben den Begriff Djinn zum Beispiel, das ist nicht so negativ belegt wie im christlichen Abendland. Es ist eine sehr, sehr große Kategorie, da gibt es sehr unterschiedliche Wesen. Übrigens wie bei Engel auch, das sind sehr unterschiedliche Wesenheiten darunter. Die Genie, diese Filmserie, die Genie, das war auch als Dämon gedacht, was eigentlich ganz süß war. Ne? Kennt man das nicht? Okay, gut. Also ich hab da auch mal gegoogelt, also vom Ursprung her ist ja Dämon also was völlig Wertfreies, Neutrales. Ne? Bloß was daraus halt gemacht wird oder wir daraus machen, das ist nochmal eine andere Sache. Ja. Aber vielleicht auch noch, wenn wir irgendetwas nicht tun oder leben, dann erschaffen wir einen Raum, wo solche Energien auch in uns kommen, die uns dann zwingen dann zu handeln. Ja, beides, sowohl ist es neutral, alles ist, wird neutral. Ist der Mensch neutral? Ja, ist neutral. Zerstört er den Planeten? Ja, er zerstört den Planeten. Ist ein liebevoller, schöpferisches Wesen? Ja, ist es. Ist das, Bewertung, wir können eine Bewertung erschaffen. Ich mag die meisten Dämonen nicht. Ja, an sich sind sie neutral. Aber mir gefällt nicht, dass sie an Menschen dann herumwerkeln und sie aussaugen. Also, es kann passieren, dass ich einfach oder du oder jemand von uns einen kurzen Prozess machen. Das machen wir auch. Und das merken wir oft nicht, weil das selbst erlebt. Genauso wie wir unser Körper schützen, wenn da Eindringlinge uns überfallen, das tun sie täglich. Ja, dann was machen die kleinen Polizisten im Blut? Sie töten das, ja, weil es zur Gesundheit gehört, dass du dich deinen Kern warst. Und so machen wir das auch im Großen, ja, wie im Kleinen. Also ich muss das nicht als Böse bewerten. Es reicht, dass ich mich einfach meine Intaktheit schütze. Ja. Ja, und dann ist es in der Zukunft gegeben.
Das ist nicht einfach Parallelexistenz, das ist oft ein ständiger Versuch, Menschen zu manipulieren oder Energieressourcen zu nutzen. Und das können wir entweder gewähren lassen oder einen Riegel vorschieben. Das ist dann eine Entscheidungssache. Mhm. Und ja, wir geben Raum durch die Unwissenheit, dass das geschieht, geben wir Raum den negativen Wissenheiten an uns nach Belieben herumzuwirken, weil der Mensch blind geworden ist und hat vergessen, dass alles voller Leben ist um ihn herum und denkt, dass er einfach irgendwo auf dem toten Klumpen der Materie im toten Universum rumfliegt und alles entscheiden kann, ohne dass jemand da Mitspracherecht hat. Das passt dann ganz gut, die Frage, was ist deine Meinung zu den ganzen Alienrassen, die auf der Erde sein sollen? Dasselbe, es gibt solche und solche und solche. Ja. Manche sind schon so lange da, dass sie schon fast wie Erdlinge gelten können. Es ist ist auch keine scharfe Grenze zu dem, was wir gerade angesprochen haben. Dämonen, Engel, die meisten Wesenheiten im Universum sind feinstoffliche Art. Die meisten, das was wir Außerirdische bezeichnen, sind feinstoffliche Art. Die meisten davon sind Hyperraumwesenheiten, die sich in die 3D-Realität hin verdichten können. Und im Hyperraum gelten andere Raumgesetze. Das sind keine 300 Lichtjahren bis Alpha Centauri. Im Hyperraum ist das eine sehr überschaubare Zeitspanne, wo man diesen Hyperraumdistanz überquert. Ja? Das sind völlig andere Gesetzmäßigkeiten. Deswegen fliegen sie nicht durch den Raum. Das macht keiner. Das machen nur die Menschen in den Blechkisten. Keiner durch den Raum zu uns. Man nimmt die Abkürzung durch den Hyperraum, das ist ganz einfach. Und die meisten davon sind hier in feinstofflicher Form, weil sie diese Dichte gar nicht schaffen. Sie können sich das nicht schaffen, was für uns das Selbstverständliche der Welt ist, um diese Dichte zu existieren, diesen Körper zu haben. Und für sie ist ein großer Kraftakt, sich so zu verdichten, stabil diese Form zu halten. Deswegen sind die meisten Rassen bleiben im feinstofflichen Bereich oder im Hyperraumbereich. Und das sind solche und solche und solche. Das ist ein Thema. Da könnte man wahrscheinlich die Sendung. Wenn ich in die Stadt gehe, im Zentrum, also ich schaue jetzt die Menschen und ich sehe richtig Rassen. Manche haben eine bestimmte Form von Augen, manche haben eine bestimmte Haltung. Also nicht nach Rassen der Nationalität. Ich nehme richtig Rassen und da wir alle Außerirdische sind, weil es gibt keine, alles kommt einfach, ist aus dem Kosmos gekommen, denke ich, ich bin unsicher manchmal in dieser Wahrnehmung, aber ich nehme richtige Typen wahr, die bestimmte Aliensrassen sind, weil wir eben alle von woanders kommen. Es ist kaum jemand da, der nur irdische Inkarnationen hatte. Es ist auch eine Ebene in uns da, die generell nicht irdisch ist. Okay. Wir haben diese Existenzebenen. Das ist etwas, was die Menschen oft erschreckt, weil sie so gewohnt sind, sich als kleine Ameisen auf dem Globus zu sehen. So eine Sterndimension von sich gar nicht wahrnehmen können. Sie können das höchstens als eine Metapher, als eine poetische Umschreibung dann hinnehmen. Und dazu gehört eben, dass es tatsächlich auch Inkarnationen in anderen Welten gibt, die meistens nicht diese Dichte haben. Dennoch sind das gültige Manifestationen von uns. Wir haben diese Erfahrungen. Die sind so inkompatibel mit unserem Verstand der jetzigen Zeit, dass sie meistens ausgeblendet werden. Die wirken aber im Hintergrund. Wir haben alle diese Erfahrungen. Das heißt, wenn ich meinen Körper verlasse, dann kann ich entscheiden, ja, jetzt gehe ich, was weiß ich, auf diesem Planet oder in diesem Universum. Und das ist easy, ja. Das ist normal, ne? Das ist normal, weil im Hyperraum diese Entfernung gar nicht existiert. Das ist im Prinzip ein Schwingungsangleich und Koordinateneingabe.
Was die DNA betrifft, kann man das lesen. Entschuldige, liebe Zuschauer, gleich, ich bin sowas von so spannend. Ist in der DNA nachweisbar den Ursprung? Den kosmischen Ursprung? Ist in der DNA den kosmischen Ursprung messbar, nachvollziehbar? Wo beginnt der Kosmos? Wo endet er? Was ist an diesem Tisch nicht kosmisch an dem Besitzer? Also die DNA ist auf jeden Fall kosmisch. Der Kosmos beginnt nicht auf der halben Erde. Okay. Alles ist kosmisch. Okay. Tara hat schon mehrmals jetzt gefragt, okay Tara, wie kann ich alte, in mir vorhandene Glaubenssätze wirklich löschen, um meine neue Realität kraftvoll und wirklich werden zu lassen? Ja, diese Glaubenssätze, das ist so eine verzwickte Sache. Man erkennt sie nicht, weil man sieht sie nicht, weil das sind Fakten, angebliche Fakten. Ja? Das ist etwas, worüber man nicht nachdenkt. Das ist etwas, was man nicht analysiert, weil es sozusagen gegeben ist. Das ist so die Schwierigkeit bei diesen Glaubenssätzen, sie als solche überhaupt zu erkennen. Wenn dieser Schritt erfolgt ist, und das ist durch die Absicht, erkennen die wahren Glaubenssätze, nicht so die oberflächlichen Sachen, von denen man einfach nicht wegkommt durch Gewohnheit, sondern die wahren Glaubenssätze, die mich wie ein Betonklotz am Boden halten. Wenn diese Glaubenssätze, und die sind groß, die sind total, das ist das, die ganze Wissenschaft von heute besteht aus diesen Glaubenssätzen, das ist das, was unsere Eltern erzählt haben, unsere Lehrer in der Schule erzählt haben, das ist das, was wir nicht in Frage stellen, dass die Materie so und der Raum ist so und die Realität ist objektiv, all die Sachen. Wenn man anfängt, diese Sachen zu untersuchen, dann findet man heraus, welcher Glaubenssatz mit welcher Haltung zusammenhängt und was bewirkt. Dann erkennst du, wozu ist dieser Glaubenssatz da, denn nichts ist sinnlos. All diese Glaubenssätze, die uns wie Betonklötze halten, die sind dazu da, um genau diese Realität zu erschaffen, in der wir jetzt 5000 Jahre lang gelebt haben. Diese dichte, getrennte, dunkle Realität der Vergessenheit. Das hat einen Sinn gehabt. Also erkennt man das, nimmt das an als erfolgte Erfahrung, dann schaut man, wie man diesen Glaubenssatz umdreht. Meistens ist es eine Umdrehung. Wenn diese Formel sitzt, ja, dann muss das noch aus dem Geist in die Seele und den Leib übergehen. Und das dauert ein bisschen. Aber das ist die wahre Befreiung. Du kannst nicht einfach einen Glaubenssatz rausschmeißen, weil du brauchst Gerüste in deine mentalen Natur. Du brauchst Erklärungen. Der Mensch braucht diese Weltbilder. Deswegen kann man es nicht einfach schaffen, aber ersetzen durch bessere, treffendere, erwachsenere Realitätsbilder. Auch die wirst du 5000 Jahre später über Bord werfen und durch neue ersetzen. Das ist alles ein ewiger Prozess. Und dennoch sind die meisten Glaubenssätze, die als absoluter Fundament unserer Realität gelten, die haben ausgedient. Das ist jetzt eine schwere und lustige Arbeit, die durch wahre Glaubenssätze zu ersetzen. Dankeschön. Ja. Sind die Religionen auch nicht Glaubenssätze? Religionen sind komplexer von Glaubenssätzen, das ist korrekt. Genau. Ja. Mhm. Komplexe Gebäude, die aus Glaubenssätzen bestehen und Glaubenssätze erzeugen und schüren. Die erzeugen feste Weltbilder und feste mentale Strukturen. Das ist die Aufgabe von Religionen. Dann haben Menschen diese gemeinsame Denk- und Fühlplattform und miteinander in einem sicheren Raum zu kommunizieren. Wie verbogen die Sache ist, das ist jetzt nicht das Thema. Wie ausgedient das alles ist, ist auch jetzt nicht das Thema, aber es hat einen Sinn gehabt.
Da gibt es auch eine Bitte an dich, das kannst du dann selber auch lesen, ob du ein Video gestaltest, auch mit bestimmten Symbolen, das ist jetzt ein bisschen länger. Hast oder hattest du auch selber schon mal spirituelle Kämpfe? Wird gefragt. Kämpfe? Aha. Wo liest du das? Nein, okay. Man nimmt mir nicht ab, dass ich unliebe bin. Ne? Ja, viele Kämpfe gehabt. Ich habe sie immer noch und ich werde sie wahrscheinlich auch weiter haben. Ja, und ich empfehle auch allen, diese Fähigkeiten sich zu entdecken, zu haben, ob man sie nutzt oder nicht. Das ist eine Typsache. Es gibt Friedensstifter, da muss er nicht kämpfen. Es gibt aber Krieger. Und das liegt in der Natur des Kriegers, dass er schützen kann. Wenn jemand angegriffen wird, dann kann ein spiritueller Krieger diesen Menschen schützen. Zum Beispiel, indem er einen Dämon ihm vom Leib hält. Auch wenn das in ein Kampfgeschehen umgewandelt wird. Das ist in Ordnung. Hm. Wir leben in einer Welt, wo Interkonflikte existieren. Das ist ein Teil der Realität. Also ich rate allen, diese Fähigkeiten sich zu erwecken. Das sind die unteren Typen in uns. Die haben Kraft, die haben Berechtigung, die haben Wirkung. Und wenn wir diese Wurzel in uns stärken, dann können wir, erst dann können wir richtig gut nach oben wachsen. Aber ist nicht jeder so Blockade oder Schmerz oder Krankheit, ist das nicht auch ein Kampf gegen sich selbst, um zu unterdrücken die Potenziale, die sich einfach zeigen wollen? Ist das nicht ein Krieg auch, das, was wir täglich mit unserem Körper machen? Zum Teil ist das ein Kampf. Auch wir sind komplexe Wesen und auch in uns intern gibt es diese Interessenkonflikte. Und da ist das Alte kämpft gegen das Neue und umgekehrt. Und die Programme, die in uns reingeschrieben sind, verursachen so viele Softwarekonflikte auf den Festplatten. Es ist viel Kampf auch intern bei uns. Ja? Das ist zum Teil berechtigt, zum Teil überflüssig. Mhm. Ja. Wir haben es. Die Frage ist noch, stehst du in einer Tradition oder bist du der Beginn einer neuen? Tradition, das ist eine sehr alte Tradition, wo die Menschen noch die Informationen nicht aus der Vergangenheit, sondern aus der Zukunft geladen haben und benutzt haben. Das ist kein Dogma, keine Religion, das ist eine Praktik, die vor vielen, vielen Jahrtausenden noch effektiv benutzt worden ist, dass man Informationen aus der Zukunft nahm und nicht aus der Vergangenheit. So, das kann man als Tradition sehen. Ja, interessant. Okay. Was denkst du über die hohle Erde-Theorie? Es ist keine Theorie, das ist eine Wahrnehmungsvariante. Wir haben durch die wissenschaftliche Verblendung so ein Entweder-Oder-Konzept im Kopf. Wir gehen davon aus, dass unsere Physik, die im Makrobereich Gültigkeit hat, dieselbe Gültigkeit hat im Mikrobereich oder im Astrobereich. Wir stellen uns so vor, dass der Raum dieselbe Beschaffenheit, dieselbe Eigenschaften, dieselbe Parameter, dieselbe Art hat. Wie total groß oder total klein. Und das stimmt nicht. Diese Räume haben völlig andere Gesetzmäßigkeiten. Und alle unsere Modelle, ob wir die Erde, wie wir sie früher gesehen haben, als Scheibe, dann haben wir sie als Kugel uns vorgestellt. Hohle Erden, eine andere Variante. Es gibt auch weitere Varianten. Das sind Annäherungen, das sind Modelle. Hm. So genau wie wir das Atom versuchen zu verstehen als ein kleines Planetensystem, was es nicht ist. Aber das ist unser Modell.
Wir glauben so sehr an unsere Modell, dass wir irgendwann so diese Speisekarte für das Essen selbst halten. Das sind Modelle, einfach nur Modelle, Annäherungen an die Realität, die wir, wofür wir in unserem Makrobereich kein direktes Beispiel haben, keine Analogie. Also versuchen wir uns so vorzustellen. Manche Facetten von dieser Realität können mit einem Modell und die anderen Facetten mit dem anderen Modell besser beschrieben werden. Und diese hohle Erde, das ist eine etwas feinstofflichere Erde, die ist nicht irgendwo weg, das ist keine Theorie, die ist da. Also eine Schwingung neben unserer ist das ein Hohlkörper. Und jedes von diesen Modellen hat die Wahrheit in sich. Hm. Jedes ist begrenzt. Es ist wahr, dass die Erde einer von mehreren Planetenkörper so diese Spirale um die Sonne dreht oder zusammen mit Solara da so eine spiralförmige Bewegung, so ein Helix dreht. Das ist eine Perspektive. Es ist auch richtig, dass die Sonne und Mond über der Erde so kreisen. Manche Prozesse lassen sich mit diesem Modell viel treffender beschreiben, auch wenn die Wissenschaft das jetzt negiert. Ist so. Bloß, wenn wir aus diesem Schwindel nicht rauskommen, das ist nur entweder oder, nur das eine ist richtig und das andere muss dann falsch sein, sondern akzeptieren, dass es alles nur Annäherungen sind an eine übergeordnete Regel. Hm. Dann haben wir kein Problem mit. Hm. Schön gesagt, ja. Hm. Hast du? Thema Geoengineering, das Militär benutzt die Erde als Waffe. Mit dem Wissen von Tesla können Naturkatastrophen erzeugt werden. Ist das Absinken des Magnetfeldes künstlich erzeugt? Es gibt so ein Widersalat jetzt aus dem, was die Erde selbst macht, was Menschen machen ohne technischen Mitteln. Das war früher auch sehr stark der Fall. Und jetzt nimmt das zu, weil viele Bewusste mittlerweile unterwegs sind und da brauchen sie keine Harp-Anlagen und auch großräumige Veränderungen im Wetter und auf dem Planeten zu erzeugen. Und es gibt natürlich diese bösartige technogene Manipulation am Wetter, die aus verschiedenen Gründen, aus falsch verstandenen Klimakonzepten und aus Versuchen, die Menschen zu vergehen, bla bla, das ist ein das sind so tausende Interessen fließen dahin. Das ist ein Salat aus Wirkungen. Wie viel an welcher Ecke, von welcher Wirkung da jetzt einschlägt, das ist mittlerweile völlig irrelevant. Es entsteht ein chaotischer Prozess. Ja, es ist keiner steuert das jetzt richtig. Es ist instabil geworden. Chaotische Prozesse sind unsteuerbar. Auch wenn sie die Illusion haben, sie können das irgendwie noch in den Griff kriegen, können sie nicht. Die Erde ist am längeren Drücker. Eben, aber deswegen die Frage für mich, viele lesen das mit diesem Geoengineering, sind ganz viele Videos, ganz viele Hinweise, wenn ich dann einlade und sage, Mensch, lass uns heute gemeinsam bewusstes Geoengineering machen, dass wir uns verbinden, da haben alle Angst. Da bekommen alle Angst, etwas Falsches zu machen oder vielleicht dunkel zu sein. Und ich sage, wir, das Bewusstsein schafft alles, warum gleichen wir die Erde nicht mit Bewusstseins aus? Das heißt, das Bewusstsein ist das richtige Geoengineering. Warum machen wir das nicht ab und zu, dass wir uns treffen und das auch bewirken und zeigen, dass wir stärker sind als jeder doofe Harpanlage, die eigentlich begrenzt ist irgendwo, dass wir Sachen bewegen können, dass wir den Planet bewegen können, dass wir das Wetter auch beeinflussen. Also bei großen Bewusstseinsereignissen hat es immer eine Wetterbeeinflussung gegeben, ne? Da lade ich manchmal ein, aber alle bekommen Angst. Warum? Ich bin absolut sicher, dass richtig, dass wir natürlich stärker sind als all diese technologischen Manipulationen. Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn wir das im Sinne von Erde tun, dann haben wir einen Verbündeten und das ist die Erde selbst.
Wenn wir etwas in ihr auslösen, hervorkitzeln, ihr etwas zur Verfügung stellen, ihr helfen, sie ist in einem schweren Prozess jetzt, sie braucht unsere Hilfe. Ja, dann ist die Wirkung groß, weil die Erde mitmacht. Bei den anderen, die sie manipulieren und knechten wollen, macht sie dagegen. Ja? Und hier haben sie eben einen mächtigen Verbündeten. Warum Leute das nicht machen? Das ist Verantwortung. Da ist tatsächlich Angst, was falsch zu machen, bin ich qualifiziert und auch die Gewohnheit von vielen Spirituellen so in dieser Schmollecke zu stecken. Also kritisieren, was alles falsch gemacht wird, was die bösen Machthaber da alles angestellt haben, aber bloß selbst nicht die Hand anlegen, weil man ja mal falsch machen kann. Ach, ist das erlaubt, ach, ist der freie Wille irgendwo überschritten, ach, ist das gut, ist das zu Wohle aller. Man hat tausend Ausreden, weil man ja falsch, was falsch machen kann. Ja, kannst du falsch machen. Wenn du nichts tust, dann machst du definitiv was falsch. Und zwar alles. Das sagst du auch immer. Ja, ja. Angst zu haben, was Falsches zu machen, ist falsch. Das heißt, wir könnten zum Beispiel, in Italien ist dieser Supervulkan, eigentlich könnten wir gemeinsam in irgendeine Situation Kontakt aufnehmen, Kontakte, also Informationen austauschen, eine Wirkung haben, also und eventuell das auch entspannen oder nur abfragen. Das heißt, ich lade seit lang ein, das zu machen. Und eben aber diese Angst vor dem Dunklen verhindert alle, Schöpfer zu sein. Und das ist ein Thema für mich heute, die Zurückhaltung der Menschen. Ich wünsche mir mehr Leute, was weiß ich, die Mitschöpfer sind für alle Aktivitäten, was wir hier haben. Fehlt die meisten Leute, dauert 2 Jahre, bis sie etwas beginnen, ne? Wenn man viel oft darüber spricht. Eben diese Zurückhaltung ist nicht auch ein dunkler Akt. Was? Die Zurückhaltung der Schöpferkraft ist nicht ein dunkler Akt. Es gibt so eine, wie Menschen doch der Erde helfen können, ohne die Angst zu haben, etwas falsch gemacht zu haben. Und zwar, die Erde ist durch uns von kosmischen Energien sehr stark im hohen Maße abgeschnitten worden. Und zwar durch 3 Phänomene. Wir haben A, selbst als Menschen aufgehört, diese kosmische Rolle zu erfüllen. Die kosmische Energien durch uns in die Erde zu leiten, weil wir uns abgeschnitten haben. Das kosmische Bewusstsein verloren haben, wir haben es zugemacht. Also diese Antennen der Erde haben wir selbst zugemacht. Dann haben wir auf dem ganzen Planeten alle großen Bäume abgesägt. Große Bäume sind Antennen der Erde. Die kleinen Bäume können diese Funktion nicht übernehmen, die wachsen zuerst. Erst wenn der Baum richtig groß wird, übernimmt er diese kosmische Funktion, die Energie in der Erde zur Verfügung zu stellen, zu leiten, wird zur Antenne. Die haben wir abgesetzt und diese, ach, wir haben nachgeforstet, das funktioniert überhaupt nicht. Im Sinne von Holzbeschaffung schon, im Sinne von kosmischen Energien in der Erde leiten überhaupt nicht. Und dann haben wir die Berge auch gekillt. Wir haben viele Energielinien, die oft auf den Bergspitzen Himmel hinausragen, ja, unter der Erde verschwinden lassen. Wir haben auf unterschiedliche Art und Weisen diese Linien unter die Erde gedrückt. So, die Erde, die jetzt viel Kraft braucht für diesen Sprung, sie erstickt regelrecht, ja, sie atmen und da ist kein Luft da, keine kosmische Luft. Wenn Menschen, die Angst haben, einfach nur was Falsches zu machen, einen Vulkan zu aktivieren, ne, und dann fliegt mir alles um die Ohren, ne, dann kann er sagen, okay, Mutter Erde braucht einfach Kraft. Ich mache den Kanal auf. Ich leite die kosmische Energie aus dem Universum und stelle der Erde zur Verfügung. Ich als kosmisches, ursprüngliches Wesen. Das ist schon, ein großer Dienst an der Sache. Genau. Und dann kannst du nichts falsch machen. Ja, genau. Danke.
Ist auch eine schöne Frage. Es passt dazu. Wie sieht für dich persönlich die ideale Erde aus? Was wünschst du dir? Ewige Entwicklung. Die ist unabdingbar. Der erste Schritt ist Urlaub nach der fünften Zeit. Ja? Wir haben so lange in der Kleinheit und Dichte herumgekrochen hier, dass zuerst Urlaub ansteht. Nach der Welle eben genießen, so die paradiesische Zustände und, ja, und Grün und liebe Leute drumherum und alte Fähigkeiten wiedererwähnt und Wasserfälle und tropische Pflanzen. Ja, und das ganze kitschige paradiesische Bild. Darauf freue ich mich. Ja. Und danach, nachdem die ausgeruht hat, gibt es Herausforderungen. Und das ist das, was ich am meisten liebe, diese Entwicklung. Nicht, es gibt keinen Endzustand. Mhm. Auch wenn, wie schön das auch ausschaut, wir als ewige Wesen leben von der Entwicklung, von der Evolution. Wir erschaffen die Evolution. Jeder schöne Zustand wird irgendwann in die nächste Arbeit übergehen. Hm. Schön. Schöne. Ja. Wie ist es zeitlich? Ist es okay? Oder bist du müde? Oder? Hm? Wie ist es zeitlich? Bist du müde? Oder ist es okay noch? Oder ist es rund? Sind noch ein paar? Wenn es Sinn macht, machen wir weiter. Okay. Welchen Nutzen hat die Erschaffung des Pantaleum für die Erde und für den Einzelnen? Es ist Prozesse da, die nicht von der Menge abhängen, wie viele Menschen damit machen, sondern von der Tiefe abhängen. Es gibt Prozesse, wo du nur durch die Tiefe etwas bewirken kannst. Und da reicht ein Objekt, da reichen 10 Objekte, da reicht eine kleine Gruppe von Menschen. Es müssen keine Millionen da sein, nicht mal Tausende. Dazu gehört dieses Pantaleon. Da sind einige Technologien umgesetzt und einige Sachen zum ersten Mal manifestiert, die eine neue Ebene, ein neues Level erschließen. Wir haben jetzt mittlerweile ein paar Wochen Erfahrungen damit gesammelt. Ich sehe die Wirkung. Es hat meine Erwartungen übertroffen. Es geht zum einen in die Richtung von Aktivierung des menschlichen kosmischen Körpers oder Infokörpers, Telos genannt. Es geht um die Arbeit im Alleum auf der Ebene der Einheitsrealität. Das ist so ziemlich das Gegenteil von gewohnten schamanischen Kämpfen im Hyperraum. Das ist sehr friedlich, sehr tief und sehr wirksam. Man kann negative Ereignisse auf der Alleum-Ebene einfach auseinanderrutschen lassen, die Realität entziehen. Dann kollabieren Strukturen im Hyperraum und dann kann in Maya kein Ereignis stattfinden. Ja, das ist so zu der schützenden Arbeit. Es gibt natürlich sehr starke aufbauende Arbeit für das menschliche Bewusstsein und für die Nutzzeit. Mhm. Okay. Schön. Ozean spricht auch. Ja, Ozean. War vorhin auch schon genau. Das ist ja gerade, weil jetzt so ein Video rumkursiert in Netzen. Ja, können wir die satanischen Kräfte energetisch erlösen? Die Verbrechen, zum Beispiel ritueller Missbrauch an unseren Kindern, ist mit dem Leben nicht zu vereinbaren. Wir müssen die Kinder aus diesen Kreisen befreien. Was meinst du dazu? Ja. Es sind viele scheußliche Dinge. Ja. In der Vergangenheit und auch in Bart. Es ist schwer, das fallen zu lassen, müssen wir auch nicht. Es gibt Dinge, die nicht einfach so abgeschlossen werden können, Dinge, die einen energetischen Ausgleich brauchen, weil sonst sie nicht abgeschlossen werden können. Und die scheußlichen, die schrecklichen Dinge, die schreien nach Ausgleich. Und dazu sind bestimmte Menschen da, die genau dafür sorgen. Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja.
Aber es ist nicht so, dass wir schrecklich sind. Ja. Und wir sollen uns darum auch kümmern. Ja. Dass wir das in Kleinem sowieso tun. Ich meine, wir geben oft den Kindern den Raum nicht für Entwicklung, ne? Durch unsere Schulsysteme. Ich habe eine Kinderkommune versucht, aber die Eltern waren nicht offen. Ne? Ich habe Kinderkongresse organisiert, wo die Kinder als Referenten sind. Also ich sehe, wir geben oft eine Bühne nicht, wo sichtbar ist, dass Kinder auch unsere Meister sind. Also wir haben auf der kulturellen Ebene, geben wir den Kindern den Raum nicht, die meisten Eltern auch nicht irgendwie. Und das ist auch ein feiner ritueller Missbrauch, auch durch die Schulsysteme, die wir sowieso dulden jeden Tag und nur das Spiegelbild sind von das, was dann auf dämonischer Ebene oder satanischer Ebene gemacht wird. Ist das nicht ein Spiegelbild von das, was wir noch nicht in unser Tägliches erkannt haben? Ja, das ist, die Grenze ist sehr fließend zwischen dem Missbrauch und der Erziehung. Es ist zwar so, dass Menschen inkarnieren und nehmen das hin, dieses Spiel der Vergessenheit, der Verdichtung, und lassen sich von ihren Fähigkeiten abschneiden und klein halten. Ja, zum Teil ist das Spiel hier. Zum Teil übertreiben wir uns maßlos damit und beschneiden Kinder dort, wo es überhaupt nicht nötig ist. Aber das ganze Bildungssystem ist darauf aufgebaut, dass sie das angebliche sichere Wissen herunterschlucken und dann auf Knopfdruck rausspucken. So ist doch die Schule aufgebaut. Es geht nicht darum, dass die kreative Wesen werden, dass sie neue Welt erschaffen. Es geht darum, dass sie etwas erlernen, was die Erwachsenen so todsicher wissen. Und genau das muss auswendig im Idealfall. Das ist ein Missbrauch. Ist das nicht ein Missbrauch? Dann ist das ganze Bildungssystem ein Missbrauch. Das heißt, die Kinder, so wie ich das wahrnehme, überall, habe ich viel damit gearbeitet, ich war 23 Jahre auch pädagogisch tätig, werden geboren mit unglaublich schönen Fähigkeiten. Ne? Jeder mit einer individuellen Magie. Ne? Also ja. Wo gibt es diese Orte, wo gibt es diese Kompetenzen, wo gibt es diese Räume, wo die Kinder bekommen, damit sie es behalten können und entwickeln können? Die gibt es nicht. Oder wenig. Oder kaum. Die gibt es kaum. Das ist das, was wir als Eltern reduzieren können, die verheerende Wirkung der Bildung. Mhm. Indem wir früh genug Zweifel sehen in Kindern, dass sie das nicht einfach so zubetoniert werden, dass sie dieses Lebendige in sich dann beibehalten, auch wenn sie für eine Weile diese Glaubenssätze eingetrichtert bekommen. Und irgendwann wächst das durch. Das ist unsere Art. Wir haben ein Bildungssystem erschaffen, das Menschen ausschaltet, den kreativen Geist ausschaltet, die sowas von in die Spur stellt. Und es gibt kaum Schulen, die das anders machen. Es gibt kaum Familien, die sich darum bemühen, die Kinder zu schützen von dieser verheerenden Wirkung. Auch in anderen Ländern ist es jetzt, ist flächendeckend auf der Erde so geworden, dass dieses Bildungssystem, dieses ländliche Standard angenommen hat. Und das ist dieses tote Wissen, das die große Lüge über die tote Materie, die verbreitet wird. Das heißt, wenn die Kinder diese Räume hätten, würden sie für den Schutz sorgen, damit das auch nicht geschieht. Ne? Die werden wir wahrscheinlich erst schon auf der Neuerde errichten, ganz anders. Das wird kein Bildungssystem sein, das wird ein Entfaltungssystem sein. Ach, das klingt schön, ja. Ja, danke schön. Jetzt nochmal vielleicht, wir sind jetzt noch, ich sehe, dass die Kurve ein bisschen runtergeht, da wir jetzt live sind, viele Menschen sind mit uns verbunden.
Gibt es von dir einen Wunsch oder eine Möglichkeit, eine kleine Meditation zu machen oder etwas zu tun, damit wir diese Stärke der Gleichzeitigkeit erkennen? Manche Videos haben wir 90.000 Mal gesehen worden, aber das zeitgleich zu sehen, die Macht des Live, die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, die werden oft nicht verstanden. Ne? Hast du jetzt vielleicht für uns eine kleine Reise oder ein kleines Spiel oder irgendetwas, was alle, die jetzt live dabei sind, spüren lässt, dass wir mächtig sind, dass wir verbunden sind, dass wir mehr Möglichkeiten haben, als jetzt zu wirken, nicht nur indem wir die Sendung folgen, sondern indem wir jetzt aktiv etwas machen mit dir. Hast du eine Idee? Idee, ja. Eine Reise ist wahrscheinlich zu viel des Guten. Lass uns einen Schutz um die Erde aufbauen. Das ist Schutz, das ist so ein Wort. Es ist ein Konstrukt, das der Erde auch helfen wird. Diese künstlich angelegte Gitternetze aufzulösen. Wow. Wir haben diese quadratischen, ja, die wir von allen geografischen Karten kennen, diese Quadrate, die angeblich eine Sphäre ergeben. Aus den Quadraten kannst du keine Sphäre bauen. Das sind künstliche Gitternetze, die in der Atlantiszeit auf den Planeten gelegt worden sind. Eine Sphäre kannst du am einfachsten aus drei Ecken bauen. Und zwar, das kennen wir alle, wenn wir eine Apfel vier teilen und dann acht teilen. Ja? Du machst drei Schnitte durch drei Mitten in drei Dimensionen. Zweimal senkrecht, einmal waagerecht. Diese drei Ecke, die am Ende entstehen, das sind so die Oberfläche, das sind gebogene Dreiecke. Und das sind acht. Diese acht Dreiecke bilden eine Sphäre. Das ist so, wie am einfachsten und natürlichsten eine Sphäre entsteht. Das ist ein Gitternetz, das in der Natur angelegt ist. Aus diesen gebogenen Dreiecken. Alles ist fraktal. So, wenn du dir vorstellst, dass jedes Dreieck nach innen gespiegelt und umgedreht immer kleiner wird. Dass die Ecken die Seiten berühren. Wir haben im Meralsystem so ein Kosmogramm, das heißt Patrex. Und das ist ein Dreieck und in diesem Dreieck ist das andere eingeschlossen, kleineres. Und da drin noch eins. Und wenn wir das fortsetzen, das nicht drei, sondern sechsmal machen, dass jedes Dreieck nach innen aus weiteren kleineren Dreiecken besteht, dann haben wir acht solche Doppelpatrexe, die eine Sphäre bilden. Das ist das natürliche Gitternetz, was aus der Erde geboren wird, demnächst. Es ist im Entstehen, es ist jetzt feinstofflich schon da. Wenn wir das sehen, wenn wir das spüren, dann löst sich dieses Korsett aus Quadraten, das auf den Erdenkörper gelegt worden ist, allmählich auf. Und dieses Patrix-Gitternetz, das ist ein Lebensnetz, ein Harmonienetz, beginnt eine natürliche Ordnung wiederherzustellen. Es reicht, dass wir das visualisieren und spüren. Und dann können wir die Erde mit einer Liebesenergie füllen innerhalb von diesem Netzwerk. Triam-Energie, das ist Liebe- und Harmonie-Energie und Gnade-Energie und Heilung-Energie. Die hat keine Form, die fließt innen. Und aus der Mitte der Erde
gehen 144 goldene Strahlen durch alle drei Ecke in diesem Netzwerk, im Doppelpatrix-Gitternetz. Das sind 144 Ecken. Und an den sechs Polen überschneiden sie sich mehrfach. Also es gibt stärkere Strahlen, weil sie ineinander verschachtelt sind. Aber insgesamt sind das 144 goldene Strahlen aus der Mitte der Erde in die Unendlichkeit. Durch die Knotenpunkte von diesem natürlichen Gitternetz. Und in ihnen fließt diese Liebesenergie Triame. Das ist etwas, was wir jetzt uns vorstellen können, visualisieren, spüren, wie die Energie pulsiert und wie sie heilt und wie die Sache in Ordnung kommt. Das ist eine globale Wirkung, die wir Gemeinschaft erzeugen können. Lass uns einfach eine Minute das spüren, dieses Bewusstseinskonstrukt durchatmen, unsere Herzensenergie da hineinfließen lassen. Diese Strahlen aus der Mitte durch 144 Knotenpunkte ins Universum ausstrahlen lassen und spüren die wohltuende Wirkung von dieser natürlichen Ordnung. Das ist meine Einladung jetzt. Wenn wir uns einfach eine halbe Minute, Minute lang uns darauf fokussieren, gemeinsam und spüren dieses Gitternetz. Kann sein, dass dieses Netzwerk auf der Oberfläche so leuchtend blau ist, bläulich, bläuliches Licht. Das ist ein Lichtnetzwerk. Kann sein, dass dein Triami-Fluss im Inneren der Erde auch eine Farbe hat. Kann sein, dass du das als rosa oder lila siehst oder orange. Das repariert die Dreiheit. Wir haben so viele Dreiheiten, so viele Triaden in uns, in unserem Körper. Auf allen Prinzipienebenen. Auch die Erde hat sie. Quadrat ist etwas Unnatürliches. Es gibt keine Quadrate im Universum. Selten gibt es Kuben in kristallinen Strukturen. Selbst in kristallinen Strukturen als eine Ausnahme. Selbst Kristalle haben meistens trigonale Strukturen. Und pulsieren lassen. Und das Netzwerk leuchten lassen. Und die goldenen Strahlen aus der Mitte richtig weit strahlen lassen. Und alles vibriert von Lebendigkeit. Die Erde braucht jetzt diese Energie. Sie will sich neu gebären, sie braucht Kraft und unsere Liebe. Und du kannst immer wieder dieses Bild abrufen. Und jedes Mal, wenn du dieses Bild aufrufst, wird es lebendiger. Und je mehr wir das selbstverständlich leicht sehen, desto schneller kommt das. Wir sind Mitschöpfer. Wir haben diese Verantwortung für die neue Erde, für diese Erschaffung. Danke. Dankeschön. Schöner Abschluss, oder? Ja. Vielleicht noch zum Abschluss noch, wie habe ich dann Gor kennengelernt?
Also ich habe irgendwo einen Artikel gesehen, eine Kritik. Ne? Wenn wir Kritik sehen, geilen wir uns oft darauf. Habe ich gesehen, wow, der muss ja richtig gut sein. Ne? Da war ich richtig begeistert. Und dann habe ich in eine italienische Gruppe von mir auch eine Frau Dr. Mereo, die wurde ausgeschlossen aus der Ärztekammer, habe ich gesagt, wieder, wow, die muss ja gut sein. Ne? Und die habe ich auch eingeladen zum Interview. Also Leute, egal was wir lesen, einfach durch diese Aktivierung des eigenen Wahrnehmungsfelds, so wie wir das auch jetzt mit der Erde gemacht haben, das ist die Voraussetzung für eine göttliche Kommunikation. Alles immer fühlen und wahrnehmen und da, wo etwas Negatives ist oder so, das einfach richtig genießen, die Kehrseite zu sehen und die Realitäten zu sehen. Weil das kann die Welt schützen, vor allem jetzt in der Zeit von diesen Media-Manipulationen, zu Hause bleiben, fühlen und die Liebe fühlen, die einfach auch da drin ist. Das wollte ich abschließend sagen, weil die Frage war irgendwo dann im Chat. Mhm. Vielen Dank. Danke, sehr schön, interessant und wieder inspirierend. Ja. Als Wertschätzung. Ich danke. Also. Mhm. Und vielleicht, liebe, ganze Runde, danke. Ja, liebe Zuschauer, wenn ihr kennt den Chat, die Wiederholung wird gleich in 10 Minuten circa starten auf diesem Kanal. Wenn jeder schreiben würde, welche Veränderungen in deinem Körper geschehen ist, wenn du es schreibst und dir das bewusst wird, oh, bei mir hat sich der Bauch entspannt oder das würde mich freuen, denn die Anteilnahme Geist und Körper sind eben eins. Dieses Resonanz würde mich freuen, weil das stärkt nochmal das ganze Feld im Wellen. Dankeschön. Ja, kommen ganz viel Danksagungen jetzt an dich und genau, du wirst den Chat, denke ich, auch nochmal sehen und lesen. Wie gesagt, da gab es auch noch ein paar Bitten. Wie komme ich dahin? So. Den speichern wir und können wir dir schicken. Mhm. Ja? Oh, schön. Beziehungsweise, danke. Wenn du jetzt in den Livestream gehst, kannst du das eventuell noch lesen, eventuell noch beantworten in gtv/tv. Also ihr könnt gerne, wenn... Entschuldigung. Oh. Jetzt sieht man. Ihr könnt gerne eventuell, wenn ihr noch Fragen habt, aber lieber Wertschätzungen. Das ist einfach, dass du sagst, lieber Zuschauer, wie es dir geht und wie es in deinem Körper, was du gelernt hast, was du erfahren hast, mehr als, lieber als noch mehr Wissen oder mehr Fragen, die dann vielleicht schon zu viel Raum brauchen und schriftlich nicht so einfach zu beantworten sind. Ne? Hm. Ja. Okay. Jo, Dankeschön an alle, die mit dir sind, an alle, die im Raum bei dir sind, an alle, die für dich vielleicht heute gekocht haben, wenn die bei da sind, wenn du nicht selbst gekocht haben, und alle, die dich unterstützen. Deine Webseite habe ich eingeblendet davor und sind schöne Leute, die Ergänzendes entwickeln. Und mein Danke ist an alle, die dich unterstützen. Wir danken auch. Danke. Tschüss. Tschüss, danke. Schönen Abend. Ja. Ciao. Bis dann bald immer. Okay. Ja, danke euch auch. Eben die Wiederholung von der Ansage beginnt jetzt gleich und ansonsten wird das hier in die Seite, was ihr bekommen habt, in YouTube. Wir werden ein Video, das gleiche downloaden, wo ein bisschen Sprachverzögerung ist, weil das live war und Skype. Und dann das mit der großen Kamera in AD, ist direkt die einblendende Kamera. Tschüss, danke, ciao.